Der Spruch alle Jahre wieder kann durchaus auch im Sommer passen. Zum Beispiel dann, wenn die Fanclubs des SC Magdeburg zum großen Fanfest im Stadtpark einladen. Traditionell in Zusammenarbeit mit der Sportgaststätte Salerwiesen gab es hier viele Möglichkeiten zu sitzen, zu speisen und ins Gespräch zu kommen. Nicht fehlen dürfen auf dem Fanfest natürlich die Handballer des SCM. Die meisten kennen die gute Stimmung schon. Für die beiden Neuzugänge, Daniel Pettersson und Christian O'Sullivan, war es jedoch eine Premiere. Da die beiden noch nicht so viel Zeit mit den Fans verbringen konnten, standen sie im Fokus der Aufmerksamkeit. Your first impression? Sehr gut. I think the food was good. Yeah, also. Yeah. Ist bei Daniel? Ja. Der Food was really good. Auch Trainer Bennett Wiegert fand ein paar Worte zur Begrüßung und gab ein Beispiel für die gute Stimmung, die trotz großen Trainingsanstrengungen in der Mannschaft herrscht. Es gibt keinerlei Fragen, keinerlei Nörgelei. Ich habe sie vorhin so ein bisschen auflaufen lassen, habe ihnen mitgeteilt, dass wir morgen früh ein Programm machen, was schon ein bisschen an, nicht unmenschlich, aber an harten Hunden begrenzt hätte. Alle haben genickt, haben gesagt, ja. Ich habe gesagt, nein, wir machen morgen frei, wir regenerieren uns, wir haben gut gearbeitet und haben mich dann gefragt, ob ich jetzt einen Spaß mache. Danach klang der Abend ruhig aus. Spieler und Fans kamen ins Gespräch, die Neuzugänge integrierten sich ebenfalls gut. So wurden sie vom Fanclub Original Bodeländer gleich zum jährlichen Fanclub-Treffen eingeladen. Das hier im Fanclub Original Bodeländer? Ja. Wir machen eine Party im Wintertime. Okay. Okay. You will get more information about that. That's for sure. And so this is one. For me? For you? Yeah. Okay. Danke. And this one is for you. Was die neue Saison bringen wird, steht noch in den Sternen. Dass mit den begeisterten Fans aber die Basis für große Erfolge geschaffen ist, das steht beim SC Magdeburg außer Frage.